Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hat man uns gesagt, dass wir die Schiffwrack-Untiefen betreten sollen. Und das ist hier oben, das habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon gezeigt. Da müssen wir dann dieses Schiff hier nehmen. Findet Captain Zuzo, was auch immer. gut, Moment, wir müssen es daran halten. Da ist links ein Weg. Der nicht hier ist, sondern auf der anderen Seite. Und irgendwo hier war auch die Scherbe. Jetzt bin ich nur gerade überlegen. Ich glaube, die war auf dem Berg drauf, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, die wäre auf dem Berg drauf. Ich höre zumindest jemanden, der sie gerade holt. Das war, meine ich, links von mir, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen, Moment. Hier kommen wir. Kommen wir hier auch hin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen da komplett. Ah ja, das sieht gut aus. Ja. Nein. Das war ein Schmetterling. Den wollte ich nicht haben. Den nehme ich zwar gerne mit, aber den wollte ich eigentlich nicht haben. So. Jetzt können wir weiter. Und zwar müssen wir nach ganz oben auf die Karte. Mir hat schon ewig nichts mehr so viel Spaß gemacht, wie Schiffe in die Schiffwrackuntiefen zu schleudern. Ja, dann schleuder du mal weiter Schiffe da rein. So, irgendwo oben links von uns müsste das sein. Die Frage ist nur, müssen wir jetzt tatsächlich hier durch? Das sieht aber so aus. Ja, nervt mich nicht. Ah, schickt Fürstin Arabelle euch. Seht, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja, ich habe gerade noch was anderes gefunden, tut mir leid. Noch jemand oder kann ich hier jetzt endlich mal sprechen? Na gut. Als ich die Untiefen erreichte, sah ich all diese Meereselfen und Hadoliden. Daher schickte ich rasch eine Nachricht an Fürstin Arabelle und bat um Unterstützung. Doch ich konnte hier herüberschleichen und da habe ich sie entdeckt. Das Meer hat sie mir zurückgegeben. Was hat es euch zurückgegeben? Mein Schiff, die Kamals Fluch. Ach, ich dachte, sie wäre für immer verloren. Sie wurde in den Untiefen angespült, dem Hist sei Dank. Ich brauchte etwas Zeit, um diesen Ort zu erreichen, ohne entdeckt zu werden. Doch da ihr nun hier seid, können wir nachsehen, was von meinem Schiff übrig ist. Nun gut, ich helfe euch, das Wrack zu untersuchen. Sie wird nie wieder in See stechen. Doch wenigstens kann ich sie noch ein letztes Mal sehen. Und vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise darauf, was mit meinem Passagier, Prinz Irnskar von Windhelm, geschehen ist. Werfen wir mal einen Blick drauf. Ihr überprüft den Rumpf und ich durchsuche die Wrackteile. Seid vorsichtig. Okay. Bin ich doch immer. Wobei der das eher meinte. Oh, hey. Ich kann noch kämpfen. Islin, meine Freundin, das ist mein Bootsmann. Es gibt niemand Besseren. Kapitän, Kühne sei Dank, ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand meinetwegen kommt. Doch falls der Kapitän bei euch ist, bitte, es geht um Prinz Irnskar. Wir müssen ihm helfen. Ich wäre tot, wenn der Prinz nicht gewesen wäre. Wisst ihr, wo wir Prinz Irnskar finden? Nicht genau. Nachdem der seltsame Sturm heranrauschte und das Schiff gegen die Felsen trieb, hatten wir Mühe, die Beiboote zu erreichen. Eine Welle traf mich und ich dachte schon, das wäre mein Ende. Doch Prinz Irnskar zog mich hoch, warf mich in ein Beiboot und schob es los.
Was geschah dann? Die Kamals Fluch begann auseinanderzubrechen. Der Sturm trieb uns in die Meerenge und die Strömung riss den Großteil des Schiffs in Richtung Amenos. Ich blieb so lange im Beiboot, wie ich konnte. Dann sprang ich auf dieses Wrackteil und landete hier. Was geschah mit Prinz Irnsgar? Als ich ihn zuletzt sah, lebte er noch und hielt sich an einem Stück des Schiffs fest, das in Richtung Amenos trieb. Selbst mitten im Sturm hörte ich die anderen im Wasser. Doch die Winde trieben die Wrackteile in ganz verschiedene Richtungen. Ihr müsst Prinz Irnsgar finden. Wir werden den Prinzen finden. Kehr zum Herrenhaus zurück. Fürstin Arabelle muss davon erfahren. Ich kehre zurück, sobald Islin reisefähig ist. Okay, machen wir. Da wir dafür aber natürlich komplett zurückgehen, würde ich sagen, porte ich mich mal eben hier raus und wir sehen uns gleich direkt im Herrenhaus wieder. Meine Freundin, Fürstin Arabelle wartet oben auf euch. Das ist gut. Ruvana und ich werden die Dinge, die wir am uralten Druidenzirkel gefunden haben, weiter untersuchen. Vielleicht können wir mehr über den emporstrebenden Magus und dessen Pläne erfahren. Vielen Dank, dass ihr Valissier und mir helft, die Quelle dieser abweichenden Störung im Hain aufzuspüren. Falls es etwas gibt, womit ich euch bei eurer Ermittlung unterstützen kann, lasst es mich bitte wissen. Natürlich, natürlich. Auf dem Weg nach oben schnappen wir uns aber auch noch ein paar andere Sachen. Die wahre Ermittlerin Vala. So, so. Könnte interessant sein. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Einfach eben auf Pause drücken und dann habt ihr genug Zeit, alles durchzulesen. Würde mich jetzt auch mal interessieren, ehrlich gesagt. Würde mir jetzt aber zu viel von meiner Zeit gerade in der Aufnahme wegnehmen. So, wir schnappen uns alles aus den Schränken. Das ist das Wichtigste. Letztes Mal hatten wir gut Glück. Heute sieht es eher nicht danach aus. Da haben wir ja so viele Entwürfe bekommen. Was haben wir denn hier noch? Ermittlerin Vala, der Fluch des Alraunenherrenhauses. Aha, da kann man also mal sehen, was sie noch geschrieben hat. Auch nicht schlecht. Das war's. Und hier sind nochmal zwei Bücher. Ermittlerin Vala und der Spuk im Leuchtturm. Ich komme mir irgendwie so ein bisschen vor, als ob das alles Kurzgeschichten sind, weil es sind irgendwie immer nur zwei, drei Seiten. Und Ermittlerin Vala Schattengefährten. Aha. Der Titel kommt mir doch so ein bisschen, ja, bekannt vor, will ich nicht sagen, aber so als Anlehnung an etwas Bekanntes vielleicht. Hier ist noch was. Ermittlerin Vala. Kann ich bei euch noch irgendwas plündern oder können wir direkt sprechen? Moment. Hier kann ich auch noch was plündern. Oh, ja, ich kann auch Münzen. Ah, Ermittlerin Vala, das Scherbengefolge. Noch was, was ihr euch gern durchlesen dürft. Das scheint auch ein bisschen länger zu sein. Gut, die Bücher, die ich geschrieben habe, waren trotzdem länger. Nicht nur zwei Seiten oder vier Seiten, aber... Und Ermittlerin Vala und der nüchterne Nord. Es gibt nüchterne Nords. Wo? Wie heißt der? Wo kommt er her? Gut, dann... Zack. Oh, das ist noch eins. Ermittlerin Vala, tödliche Schuld. Also, heute geht's wirklich hier wie am Schnürchen für alle, die gerne mitlesen bei solchen Sachen. Es ist ja... Wunderbar, aber es ist natürlich nur, oh, nur beim ersten Mal so. Und der mittleren Vala Ententanz. Das ist ein toller Name, ja. Das ist aber auch nur eine kurze. Wir können hier oben noch mal eben schnell gucken, wenn da Bücher sind. Das ist, ah, ich hab's nicht gesagt. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch gut für die Magiergilde. Ermittlerin Vala, das Scherbengefolge Teil 2. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, das haben wir, glaube ich, unten gesehen. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Der Khajiit nahm die Pfote in die Hand. So, haben wir hier hinten jetzt noch irgendwas? Also, ein Buch meine ich jetzt. Wenn nicht, dann kann ich hoffentlich endlich mal mit ihr sprechen. So. Noch eine meiner liebsten Mitarbeiterinnen heil und gesund zurück. Und? Wart ihr erfolgreich? Hat Kapitän Susu etwas Wichtiges in den Untiefen gefunden?
Wir haben das Wrack von Susos Schiff und eine Überlebende gefunden. Sie sagte, Prinz Irnskar wurde nach Animus getrieben. Nun, das bestätigt, was der Hafenmeister euch erzählte. Falls Prinz Irnskar noch lebt und es nach Aminos geschafft hat, gilt das vielleicht auch für die anderen Allianzanführer. Natürlich heißt das nicht, dass sie in Sicherheit sind. Was meint ihr damit? Nur ein kleiner Teil der Insel ist bewohnbar. Und selbst den Aminos-Posten kann man kaum ernsthaft so nennen. Der Rest der Insel ist ein ungezähmter Dschungel, voller tödlicher Pflanzen, wilder Kreaturen und Banden von Gefangenen. Nicht gerade ein Spaziergang. Auf Aminos gibt es weder Recht noch Gesetz? Haus Mornar kontrolliert Aminos. Doch es beschränkt die Überwachung auf den Aminos-Posten und das Gefangenenlager. Den Dschungel überlässt es den Gefangenen. Entweder die Königlichen kamen im Dschungel an Land, oder die Mornars halten ihre Ankunft geheim. Dann reisen wir nun also nach Aminos? Bald, meine Teure. Bereitet euch vor, während ich die nötigen Arrangements treffe. Wir reisen nach Aminos, sobald wir bereit sind. Fürs Erste überdenkt, was wir alles dank eurer Bemühungen erfahren haben. Nehmt diese Bezahlung. Ihr habt euch jedes Goldstück mehr als verdient. Ja, und wir erhalten einen erfüllten Kopf vom Set Segen von Hochinsel. Ich hatte ja gehofft, wir finden bei der Untersuchung des Ordens der Emporstrebenden einen Hinweis, wie wir die vermissten Allianzanführer aufspüren können. Nun scheint deutlich zu sein, dass sie auf Aminos sein könnten. Vom Kochtopf ins Lagerfeuer, wie meine Großtante Alice sagen würde. Vom Kochtopf ins Lagerfeuer? Das ist nur eine Redewendung, meine Teure. Da ihr noch in meinen Diensten steht, möchte ich, dass ihr die Speerspitze unserer Bemühungen seid. Yakan wird euch auf die Insel begleiten. Dann teilt ihr euch bei der Suche nach den Königlichen auf. Es ist zwar riskant, doch wir müssen ein großes Gebiet absuchen. Wie kommen wir auf die Insel? An Bord eines Gefangenenschiffs. Sie legen regelmäßig am Dufour-Anleger nach Aminos ab. Wir nehmen die Dienste von Kapitän Basrush in Anspruch. Sie ist eine geschätzte Freundin. Yakan und ich treffen euch dort, sobald ich Kapitän Kalin und die anderen eingeweiht habe. In Ordnung, ich treffe euch dann am Dufour-Anleger. Während ihr zum Dufour-Anleger geht, bespreche ich unsere Pläne mit den Allianzkapitänen. Wir brauchen sie, um hierbei erfolgreich zu sein. Kapitän Basrush wird euch sicher zur Insel bringen. Ich weiß, dass sie keiner vollen Goldbörse widerstehen kann. Wie können Jakan und ich die Insel verlassen, sobald wir die Allianzführer gefunden haben? Die Kapitäne Kalin, Zuso und Saji beschaffen sich genau zu diesem Zweck neue Schiffe. Die Wasser um Aminos sind trügerisch, doch ich habe Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ich wünschte, ich könnte mehr Helfer entsenden, um euch zu unterstützen. Aber ich würde lieber unauffällig bleiben. Unauffällig bleiben? Warum das? Aus demselben Grund, aus dem ihr mit einem Gefangenenschiff anreist. Um Haus Mornar nicht zu alarmieren. Wir wissen immer noch nicht, wie sehr es in diese Sache verstrickt ist. Oder ob es eigene Ränke gegen Emmerich und die anderen schmiedet. Gibt es sonst noch etwas Teure? Oder können wir uns auf den Weg machen? Erzählt mir mehr über Captain Basrush und ihr Schiff. Oh, Basrush ist entzückend. Ihr werdet euch blendend verstehen. Wir lernten uns kennen, als sie noch Schmugglerin an der Küste von Schildwacht war. Jetzt fährt sie unter der Heuer des Hauses Mornar, wobei sie Gefangene und Vorräte zum Aminos-Posten bringt. War Aminos schon immer ein Gefängnis? Große Güte, nein. Es diente früher als Zuflucht für Piraten und Schmuggler. Bevor das Kaiserreich entschied, dass es der ideale Verwahrungsort für Unerwünschte ist. Politische Gefangene, rivalisierende Adlige, Kriegsgefangene. Emmerich führt diesen Brauch bis zum heutigen Tag fort. Was sollte ich sonst noch über Aminos wissen? Der ganze Archipel ruht auf den Knochen eines uralten Vulkans. Steile Klippen, zerklüftete Riffe und gefährliche Strömungen machen Aminos zum idealen Standort für ein Gefängnis. Der einzige sichere Landeplatz auf der Insel ist der Anleger beim Aminos-Posten. Also ist der Aminos-Posten eine Siedlung? So könnte man ihn wohl nennen. Er versorgt das nahe Gefangenenlager,
Doch die schlimmsten Straftäter werden in den Dschungel verbannt. Schon das Kaiserreich schickte Gefangene nach Aminos. Und es ist immer noch ein Ort, an dem die Obrigkeiten jeden schicken, den sie verschwinden lassen wollen. Die Gefangenen können sich frei im Dschungel bewegen? Die Gefangenen unterlaufen irgendeine Prozedur. Sie nennen es Abfertigen. Sobald dies geschieht, können sie nur noch im Dschungel von Aminos überleben. Wenn sie irgendwo anders hingehen, sterben sie. Zumindest sagt man das. Also ja, der Dschungel gehört den Gefängnisbanden. Erzählt mir mehr über das Abfertigen. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis, fürchte ich. Wenn man Gefangene für die Verbannung auswählt, durchlaufen sie eine Art magischer oder alchemistischer Behandlung. Danach können sie nur noch im Dschungel überleben. Stimmt das? Spielt das eine Rolle? Die Gefangenen glauben es. Und wie passt das Haus Monar da hinein? Haus Monar führt das Gefangenenlager für die Dolchsturzkrone. Es profitiert vom Austausch der Gefangenen, den Minen im Dschungel und anderen Arbeiten der Gefangenen. Und es unterhält den Aminos-Posten, den einzigen zivilisierten Fleck auf der gesamten Insel. Ja, und Zeni Max zuliebe nochmal die Frage, erinnert mich noch einmal, weshalb wir das hier tun? Manchmal bringe ich selbst die Tage durcheinander, meine Teure. Fürst Baccaro warb mich an, um für die Sicherheit bei den anstehenden Friedensverhandlungen zu sorgen. Ich überwachte die Vorbereitungen, um die Allianzanführer sicher nach Hochinsel zu bringen. Leider erfuhr der Orden der Emporstrebenden von diesen Plänen. Ja, und der emporstrebende Magnus rief einen Sturm, um ihre Schiffe zu versenken, bevor sie Hochinsel erreichen konnten. In der Tat. Diese Raubritter versuchten Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnskar umzubringen. Doch der Magus verlor die Kontrolle über seinen Zauber. Dank euch gehen wir nun davon aus, dass die Anführer auf der Insel Aminos sind. Wir werden sie retten, Teure. Halt, was? Die Gefängnisinsel? Sollte ich da nicht mitreden dürfen? Oh, ich weiß, ihr wollt dabei sein, wenn etwas zu tun ist. Denkt an die Geschichten, die ihr über die wagemutige Rettung erzählen könnt. Stimmt. Ich schätze, ich bin durchschaubar. Wie ein Buch, Teurer. Halt, bleib doch noch stehen, mit dir wollte ich auch noch sprechen. Nein. Achso. Ich habe so... Wenn ich einer der Allianzanführer wäre, würde ich es auf die Haie ankommen lassen. Alles ist besser als Aminos. Ah, nun ja. Machen wir hiermit weiter, bevor ich zur Besinnung komme. Sobald wir dort eintreffen, untersuche ich das Gefangenenlager und die Siedlung. Euch bleibt damit der Dschungel. Na gut, Funke, warum musst du eigentlich immer genau dann sprechen, wenn ich jemanden angesprochen habe? Ja, ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass meine Stimme gerade total am Versagen ist und aufgrund der Tatsache, dass gleich der Hinweis schon kommen wird, dass die Server runtergefahren werden, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut, bevor wir uns zur Insel aufmachen, weil wir können sowieso nicht das Ganze durchspielen, deswegen... Ja, es ist mal wieder alles ein bisschen blöd. Es sind mal wieder alles Zeiten, wo die Leute in der Regel aufnehmen und ja, wo es halt wirklich am blödesten ist, dass da Wartungen sind. Aber was soll man machen? Zenimax hat seine eigenen Zeiten, die richten sich nach Amerika und da ist es jetzt vielleicht 5 Uhr morgens oder so. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Aminos wieder. Ich kann euch das auch noch ganz kurz auf der Karte zeigen. Und zwar ist das hier oben diese große Insel, wo wir eigentlich hin müssen. Und hier müssen wir uns dann mit dem Captain Basrush treffen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.